Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. So, ich äppel jetzt hier erstmal wieder ab und dann würde ich sagen, gucken wir gleich direkt erstmal, was die heutige Tagesaufgabe ist. Vielleicht bekommen wir es irgendwann endlich mal hin, irgendwas Tolles daraus zu ziehen und nicht irgendwelche komischen Futtermittelzusätze, die ich eigentlich gar nicht brauche. Also eine Aufgabe haben wir auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Ist ja auch schon mal nett. Und ich war wieder ein sehr fleißiger Stallbursche. So, einmal akzeptieren. Anfordern. Nee, erneut spielen wollen wir jetzt gerade nicht. Aber das muss ich ja trotzdem einmal kurz anklicken. So. Weg damit. Hau weg. So, ja, was haben wir denn hier heute? Wie gesagt, eine Aufgabe haben wir schon abgeschlossen. Nämlich den Paddock reinigen, ernte 8 Möhrenkuchen, bestreite 3 Jagdrennen, verkaufe 6 Kirschfutter, 3 Ranches von Freunden. Ich glaube, das kriegen wir hier soweit. 3 Rennen von, warte mal, den Kirschkuchen. Möhrenkuchen. Haben wir denn noch genug für den Möhrenkuchen? Ich ernte hier mal gerade die Möhrchen ab. Gott, das leckt heute wieder ziemlich. Dann gehen wir direkt mal nach Deauville rüber und gucken, dass wir da Möhrenkuchen anbauen. In die Bäckerei geben. Dann lasse ich das erstmal ablaufen, mache mich an die anderen Sachen. Wenn es heißt, ich soll Jagdrennen bestreiten, dann haben die mir ja nicht gesagt, wie ich sie bestreiten soll. Das heißt, es wird im Endeffekt auch reichen, wenn ich mein Pferd einfach nur ein paar Mal in die Hindernisse reineiern lasse. Dann habe ich sie ja trotzdem bestritten. Nicht gut, aber ich habe sie bestritten. Oder sehe ich das falsch? Also ich würde schon sagen, wie viel Möhrenkuchen müssen wir jetzt da rausholen? 8. Das heißt, ich muss es einmal, zweimal, dreimal. So, ich bitte erstmal um Hilfe. Dam, 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 dam. Eigentlich müsste ich ja auch heute nach unserem Lusitano-Fohlen gucken. Müssen wir auch mal noch nachschauen. So, zack. Aber jetzt habe ich hier schon mal so ein bisschen. 23 Diamanten kostet es, um es zu beenden. Ist natürlich recht teuer. Erst recht für die Belohnung, die uns erwartet. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir auch bald mal was Besseres. Ich weiß es nicht, ob das der Reihe nach gestaffelt wird oder ob das Zufall ist, was ausgesucht wird als nächstes. Ich weiß es nicht, aber das haben wir sowieso irgendwann mal. Und mein Gott. Dann passiert es halt. Okay, also, wir bestreiten jetzt ein normales Rennen mit unserem War Admiral. Diesmal geht es... Oh, nein, ich wollte eigentlich gar nicht ausmisten. Nein! Hallo, hoi, lass dich jetzt wenigstens packen. Danke. Hilfe, nee. Okay. Das hätten wir. Jetzt wollen wir aber ein Rennen machen. Beziehungsweise 3 Rennen. Und zwar reite ich einmal eins in Japan. Da habe ich nochmal Lust drauf, das richtig zu reiten. Und also eins reiten wir richtig. Das hätte ich ja so oder so heute wieder gemacht. Und 2, da hoppeln wir einfach mal die nächsten Hindernisse rein. Die nächstbesten. Denn normalerweise sollte das ja eigentlich genügen. Gott, jetzt gebe ich aber auch heute wieder Diamanten aus dafür. Wow, ich habe die volle Ausdauer. Krass. Wie kommt denn das? Er hat doch eigentlich gar nicht so die Ausdauer. Sie könnte besser sein. Keine Ahnung, wie ich es hier geschafft habe, auf die höchste Ausdauer zu kommen. Einfach nur mit einmal Ausdauerverbesserung. Das ist mir gerade ein Rätsel. Aber, ah ja, okay, genau. Jetzt ist es nämlich schon zurückgesprungen. Das war anscheinend ein Fehler. Das hätte mich auch echt gewundert. Das hätte ich nicht verstanden. Aber wir haben ja direkt ein Herzchen bekommen. Wir haben ja direkt nochmal ein bisschen Ausdauer. Nein, aber das ist unser Schild weg. Herr Flex, das sollte der gute Ritt werden. Und ich, was mache ich? Ich versau's. Naja, jetzt darf ich es nicht mehr weiter versauen. Dann kriegen wir das auch irgendwie auf die Reihe. Auf die Reihe und über die Bühne. So. Nochmal springen. Wieder springen, wieder springen. Nochmal. Kranz.
Hecke und steil. Beschleunigung. Hecke, steil. Kranz. Noch ein Kranz. Hecke, steil. Was erwartet uns denn hier alles? Oh, noch ein Kranz. Direkt noch ein Hindernis hinterher. Wow. Es läuft trotzdem aktuell eigentlich recht gut, muss ich sagen. Ich bin noch nirgendwo wieder gegengeräumt, seit ich das Schild verloren habe. Das ist gut. Nochmal ein bisschen Ausdauer. Jawohl, ja. Das Herz war auch langsam überfällig. Das letzte Mal haben wir schon ein bisschen die höheren Regionen geschafft. Ich weiß aber nicht mehr genau, hatten wir da Diamanten verwendet und sind weitergeritten? Ich weiß es nicht mehr. Das hier war auf jeden Fall auch schon höher. Es laggt. Ja, gut. Es kommen weitere Hindernisse. Jetzt haben wir nochmal... Ah, wow, das war knapp. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen Ausdauer dazu bekommen. Jetzt kommen hier schon höhere Steilsprünge, ja. Oh! Weiter geht's. Sehr gut, sehr gut. Wir packen da schon alles. So, weiter. Oh, hier sehr, sehr gut. War Admiral ist wirklich... Also War Admiral ist mein kleiner Champion. Er macht das so Hammer. Ich meine, ich bis auf den einen Sprung, den ich versaut habe, läuft es natürlich auch gerade sehr gut. Aber trotzdem. Er gibt mir irgendwie auch ein gutes Gefühl. Ich weiß, das klingt doof. Es ist nur Pixel-Zeugs auf dem Bildschirm und so. Aber trotzdem. Wir haben es sehr, sehr weit geschafft. Also ich kann mich hier echt nicht beschweren. Wie weit haben wir es denn geschafft? 2766 Meter. Das ist echt nice. Und trotzdem lande ich damit nur auf dem 8. Platz. Aber okay. Dafür, dass ich jetzt nicht wirklich was rein investiert habe und er nicht überall irgendwie Gold hat, womit man ja jetzt auch rechnen muss seit dem letzten Event, bin ich zufrieden. Also da will ich mich echt nicht beschweren. Okay, einmal müssten wir jetzt abgeschlossen haben, ne? Ja. So. Nee, falsch. Ich wollte nicht in den Laden. Gott, nehme ich jetzt schon wieder lange auf. Dann machen wir es mit dem Fohlen einfach wann anders. Wo haben wir denn viele Hindernisse? Ja, wir gehen einfach nochmal nach Japan. Da haben wir mit die meisten Hindernisse. Wir könnten natürlich auch nach Brasilien gehen. Ist im Endeffekt alles egal. Investiere ich jetzt auch nichts mehr rein. Hauptsache, wir rattern jetzt in die Hindernisse rein und beenden schnell das Jagdrennen. So, ich lehne mich jetzt hier demonstrativ zurück. Au, meine Hand. Ja. Und Eier in die Hindernisse rein. Sieht mal so lustig aus, wie die dann springen. Hihihi. Wie so ein junges Pferd, was noch nicht gelernt hat, wie die richtige, so diese richtige Bewegung ist. Ist noch ein bisschen unbeholfen, springt. Das ist schon echt süß. Weil jetzt müsste es ja, wir haben ja jetzt ein Rennen bestritten. Eigentlich, streng genommen. Gut gemacht. 217 Meter hast du es geschafft. Yay. Das wäre jetzt schlimm, wenn jetzt die Bestleistung dann immer runtergeregelt würde. Immer auf die letzte Leistung, die man erbracht hat. Na, das wäre vielleicht ein Katzenjammer hier. Und? Hat das jetzt gezählt? Ja, es hat tatsächlich gezählt. Das ist natürlich richtig nice. Okay, also direkt nochmal. Dann haben wir nämlich die Aufgabe auch schon abgeschlossen. Dann müsste ich noch 3 Ranches von Freunden besuchen. Da klicke ich mich dann einfach nochmal kurz durch. Da werde ich jetzt nicht großartig vorbeischauen, weil wie gesagt, ich bin schon recht... Oh, leckt das. Hilfe. Ich will nur klicken. Ich bin schon recht weit mit der Zeit. Wir sind jetzt schon bei fast 9,5 Minuten. Deswegen will ich da nicht groß was machen. Es wurde sich jetzt zwar auch nochmal gewünscht, dass ich nochmal besuche. Aber der Großteil war ja damals, als ich das regelmäßig gemacht habe, dagegen gewesen. Und hat gesagt, lass es doch lieber. Das ist eigentlich jetzt nicht so prickelnd. Das interessiert uns jetzt nicht unbedingt. Deswegen hatte ich es gelassen. Und wir schaffen dann natürlich auch deutlich mehr, das ist klar. Weil so eine Besuchsfolge, die kostet natürlich schon Zeit. Jedes Mal noch mit dem Laden und dann die Länder alle abklappern. Das ist dann natürlich schon ein bisschen was, was man zu tun hat. Wofür dann andere Sachen wegfallen. So, ja, Aufgabe abgeschlossen, wunderbar. Kirschfutter, 6 Kirschfutter.
Kirschfutter, das kann, also Kirschkuchen würde sonst stehen. Also denke ich mal hier. So. 6-mal verkauft. Und? Es hat nicht gezählt, ne? 0 von 6. Dann ist anscheinend mit dem Kirschfutter doch tatsächlich der Kuchen gemeint. Ernsthaft jetzt? Wir haben keinen Kirschkuchen mehr? Och nö, ne? Ach bitte nicht. Das willst du mir jetzt nicht ernsthaft sagen. Ja, dann ist das jetzt im Endeffekt hinfällig, weil jetzt auch noch für den Kirschkuchen zu bezahlen ist, dass auch alles fertig wird. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht geplant. Ja, Kirschfutter. Ja, 20. Wie viel muss ich verkaufen? Ach komm. Es wird jetzt hier so eine schweineteure Folge. Oh. Ja. Haben wir das wenigstens abgeschlossen. Auch wenn es mich jetzt ärgert. Ich muss hier auf jeden Fall nochmal mehr Futter herstellen. Das steht fest generell. Ja, wenigstens nochmal einen Diamanten bekommen. Ist jetzt natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein bei dem, was ich diese Folge alles ausgebe mal wieder. Was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles? Okay. Dann jetzt 3 Blitzbesuche bei... Weg damit. Bei Farmen von Freunden. So. Zack, einmal kurz laden. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht großartig gucken, was da für Pferde stehen. Ich klicke einfach nur eben fix durch, dass wir das haben. Die Aufgabe, dass das abgeschlossen ist. Ach, gucke, hier können wir helfen. Das mache ich dann aber trotzdem gerne, weil dadurch bekommen wir nochmal Sachen, die wir vielleicht gebrauchen könnten. Wie hier jetzt eben gerade zum Beispiel Möhren. Weil anscheinend Möhrchen angebaut wurden. Ja, leckt das aber ziemlich krass. Hm. Ja gut, wir haben geholfen. Dann geht es jetzt zu Unbekannt nach Montana. Meine Güte, was leckt das? Das ist heute wieder richtig krass. Ich habe auch eben wieder 3, 4, 5 Anläufe gebraucht, um Horsehaven überhaupt ans Laufen zu bringen. Jetzt habe ich auch noch wie so ein bisschen Nebel vom linken Auge. Pfui. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwie zwinkert oder ist er wie so... Ja. Es ist halt komisch vorm Auge. Das ist nervig. Das habe ich manchmal, wenn es irgendwie spät ist und man ist halt schon so eher... So im... So halb im Land der Träume. Und es hat vielleicht auch ein Pferd auf die Brille gerotzt. So ist es mir heute wieder passiert. So, Aufgabe abgeschlossen. Das ist immer schön, weißt du? Dann ist man am Putzen. Gerade so mit voller Hingabe, so mit dieser flauschigen Kuschelbürste im Gesicht. Und dann auf einmal schnaubt dir dein Pferd so eine richtig feuchte Portion Pferde. Schmodder auf die Brille. Das ist... Ja, dann habe ich natürlich kein Brillenputztuch. Man sagt ja eigentlich immer, man soll die Gläser von der Brille nicht mit irgendeinem Tuch oder mit einem T-Shirt überputzen, weil es dann eben passieren kann, dass man sich Kratzer reinmacht. Was ich natürlich eigentlich auch nicht will, weil ich mir nicht mal eben so neue Gläser kaufen kann, wenn dann ein Kratzer reinkommt. Ja, und dann stehst du da. Was machst du jetzt? Entweder die Flecken alle drauf lassen und nicht mehr richtig durch die Brille gucken können, oder du nimmst den Zippel vom T-Shirt und putzt da drüber. Ja. Und dann putzt man natürlich doch drüber und hofft einfach mal, dass da dann keine bleibenden Schäden zurückbleiben. Ja, gut. Aus dem Tagebuch einer reitenden Brillenträgerin. Vielleicht kann ja der ein oder andere da auch ein bisschen was erzählen. Vielleicht habt ihr mit sowas auch schon Erfahrungen gemacht. Das ist schon immer so, ah. So, 21. Wir haben uns hier immerhin nochmal insgesamt 6 Diamanten gespart. Jetzt können wir die einsammeln. Stopp. So. Vor allen Dingen, wenn ich mal überlege. Warte mal, Möhren. Nee, ne? Moment. Ernsthaft ist das der Möhrenkuchen? Das ist für mich Schokotorte, Mann.
Nee, ach komm. Jetzt habe ich das alles umsonst gemacht. Ach Mann, ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich sitze jetzt bestimmt auch wieder vor und sagt, ja, jetzt hat die dumme Kadi wieder so viel Diamanten rausgeschmissen. Ja, ist dann halt so. Wer nicht lesen kann, muss fühlen. Ach komm, ja. Ach, ich habe die Kutsche bekommen. Das hässlich schöne Teil. Ja, da muss ich auch mal gucken, wo ich das dann hinstelle. Ja, gut. Königliche Kutsche. Schauen wir einfach mal. Ich verabschiede mich damit für heute. Morgen gucken wir dann, dass wir nach unserem Lusitano-Fohlen schauen, uns vielleicht weiter auf die Zucht konzentrieren, wieder ein paar Rennen reiten und so weiter und so fort. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende und bis morgen. Tschüss!